Einchecken auf der Seedorf in Warnemünde bei Rostock. 21 Touristen gehen für eine Woche an Bord. Auf sie wartet kein Luxusurlaub, sondern harter Segleralltag. Entsprechend die Unterkunft. Jeweils 10 Personen teilen sich eine Kajüte. Die Gemeinschaftsduschen sind am anderen Ende des Schiffes. Warum solch ein Urlaub? Dafür hat jeder seine eigenen Gründe. Der Schrank ist frei. Ja? Kann ich da rein? Ja. Okay. Ich war auf der Suche halt nach ein bisschen Adventure-Urlaub, was Außergewöhnliches, was nicht jeder macht. Und habe halt im Internet ein bisschen gesurft und bin ich dann halt auf Segelreisen gestoßen und habe mal geguckt, was das größte Segelschiff der Welt ist. Und dann ach, das musste dann schon das größte Schiff sein, ja? Naja, wenn, dann was Besonderes. Sie hören sich so ein bisschen nach alten Hasen an. Ja, das können Sie so sagen, dritte Mal an Bord, mit Freuden. Das ganze Jahr darauf gefreut. Man sieht's eigentlich auch. Wieso das dritte Mal? Wird das nicht langweilig? Nein, wir nennen das Seedorf-Fieber. Wenn es einmal gepackt hat, der kommt immer wieder. Weiß nicht. Das versteht man, wenn man drauf gefahren ist. Haben Sie denn alle schon Ihr Bett gefunden? Ja, haben wir schon. Ja, das wird die meine sein. Das wird jetzt Ihr Reich. Jawohl, gleich mal sehen, ob wir es auch schaffen. Etwas eng, aber Gewohnheitssache. Passt. 20 Uhr. Kapitän Viktor Mischenew gibt das Kommando zum Ablegen. Routine für die 115 russischen Kadetten. Sie sind seit 7 Wochen auf der Seedorf unterwegs und absolvieren ein 3-monatiges Praktikum. Höchstens einmal die Woche läuft die Seedorf einen Hafen an, um neue Touristen und Versorgungsmittel aufzunehmen. Das nächste Ziel? Southend-on-Sea, knapp 50 Kilometer östlich von London. Die russische Seedorf, einst auf der Germania-Werft in Kiel gebaut, ist heute 80 Jahre alt. Sie gilt als das größte noch fahrende Segelschulschiff der Welt. Die Viermast-Bark ist 117 Meter lang und über 60 Meter hoch. Studenten der Universität Murmansk lernen hier die Praxis der Seeschifffahrt. Diese Ausbildungsfahrten und auch die Erhaltung der Seedorf finanzieren die Touristen zu einem großen Teil durch den Reisepreis. Nach knapp einer Stunde mit Kurs auf den großen Belt bei Dänemark ist es soweit. Der zweite Offizier gibt das Signal für den Segelalarm. Alle Mann an Deck. Ein Befehl, dem sich keiner auf der Seedorf entziehen darf. Alle Kadetten müssen in Aufstellung gehen. Sie sind in Gruppen eingeteilt und jede Gruppe ist fest für einen Mast zuständig. Schwerstarbeit an der Winde. Die unteren Querbalken, Raen genannt, müssen gleichzeitig bewegt werden. Nichts läuft auf der Seedorf automatisch. Die Segel sollen gesetzt werden. Die Kadetten müssen die Taue lösen oder einholen. 2500 Meter pro Mast. Schon beim ersten Segelalarm wollen einige Touristen nicht nur daneben stehen. Nicht umsonst heißen sie an Bord Trainees, frei übersetzt Lehrlinge. Sie richten sich zunächst nach den Kadetten, die die genaue Funktion und Zugehörigkeit jeder einzelnen Leine kennen. Auf unserem Schiff sind wir Kadetten für die Taue verantwortlich. Jetzt müssen wir sie gerade lösen, denn wir brassen die Raen. Die quer zum Mast stehenden Raen werden in die richtige Position zum Wind gedreht. Um dann die Ra-Segel zu setzen, müssen sie die Kadetten erst einmal oben lösen. Jetzt ist es normal. Aber das erste Mal war es ganz schön aufregend. Eine Mutprobe, die die meisten Kadetten inzwischen spielend bewältigen. Nur die Trainees schauen noch etwas ungläubig gen Himmel. Irgendwann wollen auch sie auf der Seedorf ganz oben stehen. Die Matrosen arbeiten in einer Höhe von über 50 Meter.
Dort binden sie die mittleren und oberen Rahsegel los. Kadetten auf dem Deck sorgen mit den Tauen für die richtige Position der Rahsegel. Der Eindruck von dem, was hier geboten wurde? Naja, war halt ein ziemliches Durcheinander, was man nicht so durchschauen konnte. Aber wir sind halt ziemlich Laien auf dem ganzen Gebiet. Und ich denke mal, die nächsten Tage wird sich das alles ein bisschen aufklären. Ich habe nur aufmerksam zugesehen und eigentlich gar nicht so recht verstanden, was abgelaufen ist. Aber dass die Rahen gebracht wurden, habe ich durch die Erläuterungen verstanden. Nur der Kapitän entscheidet, wann welche Segel gesetzt werden. Bei einer lauen Brise mit Windstärke 3 bis 4 hat er die unteren dreieckigen Schrat- und die mittleren Rahsegel setzen lassen. Seine Befehle leitet der wachhabende Offizier weiter. Sascha ist 24 Jahre alt. In seiner Privatkajüte lebt und arbeitet er. Sascha ist zuständig für den Proviant an Bord und muss sich um die Sicherheitsvorkehrungen kümmern. I studied 6 years as a navigator, and I like my work here, and I want to stay on the Sedov. Ich habe 6 Jahre Navigation studiert. Ich mag meine Arbeit hier, und ich werde auch auf der Sedov bleiben. I think I'll stay on the Sedov. Tja, wenn ich so darüber nachdenke, werde ich noch mindestens 3 Jahre auf der Sedov bleiben. 3 years. Ein Grund, warum Sascha seine Arbeit so liebt, ist die Wache auf der Brücke. 4 Stunden lang, 2-mal am Tag. Dann trägt er die Verantwortung nicht nur für die Ruderwache auf dem Mitteldeck, sondern für das gesamte Schiff. Sascha ist in einer Rekordzeit von 2 Jahren vom Kadett zum zweiten Offizier aufgestiegen. Für andere bedeutet die Wache vor allem Zeit totschlagen. Sascha aber gefällt es, den Horizont nach möglichen Gefahren abzusuchen und das Wetter zu beobachten. Auf der Brücke und im Raum darunter befinden sich sämtliche Navigationsinstrumente, auch die Radarüberwachung. Wir sind gerade hier. Andere Schiffe in der Umgebung sind hier, dort und dieser Punkt. Das nächste Schiff befindet sich in einem Abstand von 1 Seemeile zu uns. Gab es jemals eine gefährliche Situation? Keine wirklich gefährliche, aber es war schon mal nahe dran. Wenn ein Schiff zum Beispiel weniger als 800 Meter Abstand zu uns hält, ist es gefährlich. Dann kann alles Mögliche passieren. 7 Uhr morgens auf der Sedov. Die Frühaufsteher unter den Trainees besuchen die Ruderwache. Einige Kadetten liegen noch im Tiefschlaf. 26 Mann leben hier auf engstem Raum zusammen. Sie arbeiten in unterschiedlichen Schichten. Dmitri und Pavel hatten Nachtschicht am Ruder. Beide studieren an der Universität Murmansk Funktechnik mit Schwerpunkt Seeschifffahrt. Mit diesem Praktikum auf der Sedov erleben sie den Schiffsalltag zum ersten Mal von A bis Z. Die Ausbildungsfahrt gilt in Russland als Auszeichnung, die nicht jedem vergönnt ist. Ehre hin oder her, das frühe Aufstehen ist vor allem für den 18-jährigen Dmitri jedes Mal ein Kampf. Das Aufstehen ist heute echt schwer, nach 4 Stunden Schlaf. So you had